Das ist genau so, wie Sie gesagt haben. Die Bamberger spielen sehr gut, bewegen den Ball gut, kriegen dadurch immer wieder freie Würfe von jenseits der Dreierlinie und verwandeln die bisher ja sehr sicher. Trier, finde ich, hat gut angefangen. Dann wird es ein bisschen weniger, aber trotzdem, was diese junge Mannschaft mit Hendrik als Trainer in diesem ersten Drittel der Saison geleistet hat, das ist, glaube ich, unglaublich. Für mich die Überraschungsmannschaft der Liga. Und wenn das dann hier heute mal zeitweise nicht ganz so gut klappt, dann, glaube ich, muss man das allen nachsehen. Ich finde das sensationell, was die Mannschaft und der Trainer da geleistet haben. Ja, ist natürlich ein Lob, was natürlich sich auch auszeichnet. Henrik Rödl hat auch seinen Vertrag um 3 weitere Jahre verlängert. Kein einfacher Weg, den man mit bescheidenen Mitteln in Trier geht, aber ein konsequenter wenigstens. Genau, ein sehr konsequenter, ein Weg, der richtig ist, weil er auch auf junge deutsche Spieler baut. Einer spielt jetzt bei Bamberg, Mike Zirbes, der ein Trierer Eigengewächs ist und der sich toll entwickelt hat unter Hendrik. Und diese Stabilität, die Kontinuität ist gerade wichtig, wenn man sich Schritt für Schritt weiterentwickeln will, und die fängt immer erst oder die fängt immer beim Trainer an, und deshalb kann man den Trierern nur gratulieren, dass sie diesen hervorragenden Trainer, der für mich zu den besten 3 in Deutschland gehört, langfristig an sich binden konnten. Was würden Sie denn als Trierer Trainer der Mannschaft jetzt mitgeben in die zweite Halbzeit? Ich meine, sieht ziemlich relativ aussichtslos aus. Man ist 16 hinten bei einer Mannschaft, die seit knapp 3 Jahren zu Hause in einer normalen Liga-Runde nicht mehr verloren hat. Aber unmöglich ist es ja nicht. Im Basketball ist immer alles möglich. Ja, Hendrik weiß natürlich, was er den Jungs zu sagen hat. Ich glaube, wenn sie da weitermachen, wo sie nach den ersten 10 Minuten aufgehört haben, dann können sie ins Spiel zurückkommen. Ich finde, sie verteidigen sehr aggressiv. Wenn sie das über die nächsten 20 Minuten aufrechthalten können und vielleicht dann im Angriff den einen oder anderen Fehler weniger machen, den Ball ähnlich gut bewegen wie die Bamberger, dann ist immer alles möglich. Aber Sie haben recht, es ist natürlich hier in dieser Halle, in diesem Hexenkessel, sehr schwierig zu gewinnen. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Wir sind auch gespannt, wie nutzen Sie im Moment die Auszeit, die es im Moment gibt nach der Zeit und bei Bayern München? Die unfreiwillige Auszeit. Ja, genau. Ja, die nutze ich natürlich, indem ich viele Spiele sehe. Ich war jetzt 2 Wochen in den USA bei den Chicago Bulls. Das war natürlich super interessant. Ich versuche so ein bisschen den Akku wieder aufzuladen. Und das tue ich und genieße diese Zeit so gut es geht. Das geht nicht immer, aber so gut es geht, tue ich das und habe natürlich ganz viel Spaß, wenn ich junge Spieler sehe hier wie Mike Zirbes oder wie Basti Doret, der im letzten Jahr für uns in München gespielt hat, oder Mathis Mönninghoff. Das macht Spaß und tut mir gut. War ja irgendwie ein wildes Jahr für den Münchner. Wie beurteilen Sie jetzt die aktuelle Entwicklung? Also, gar nicht. Gar nicht, okay. Ich glaube, dass es besser ist, einfach manche Dinge unkommentiert zu lassen. Und sie stabilisieren sich gerade. Das ist gut für den Basketball beim FC Bayern und in München. Das ist nach wie vor für den deutschen Basketball ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Und insofern ist es gut, dass sie sich stabilisiert haben. Über alles andere, glaube ich, hört man besser den Mantel des Schweigens. Ich denke, das ist auch immer besser so. Wie verbringt denn ein Trainer so ein Spiel, wenn man nicht selbst Trainer ist? Ist das ein großer Unterschied? Also ich denke, die emotionale Anspannung, der Fokus wird ja ein ganz anderer sein, ob ich jetzt Verantwortung trage oder mir ein Spiel auch taktisch von außen betrachten kann. Ja, vor allem ist man natürlich emotional nicht so dabei, sondern neutral und analysiert und beobachtet. Und hat einfach Spaß daran, gerade den jungen deutschen Spielern zuzusehen. Nun sprechen ja viele von dem System Bauermann. Ne? Manche, die auch wenig Ahnung von dem Sport haben, viele Fans sagen, okay, es ist ein bisschen adäquiert. Aber wenn man da hört, sie reisen nach Chicago, um sich die NBA anzuschauen, um sich weiterzubilden, ist das immer auch ein Prozess, egal. Natürlich hat man seine Erfolge auch erzielt mit gewissen Strukturen, aber immer ein Prozess der Weiterentwicklung als Trainer? Also Kritik ist ja immer notwendig und richtig, aber diese Bezeichnung antiquiert, die ist natürlich unrichtig. Ja. Weil es, ich würde sagen, 80%
der Spitzenmannschaften in Europa ähnlich halten, wie ich das halte. Insofern glaube ich, ist dieser Vorwurf unberechtigt, aber auch egal. Insofern die Zeit nutzen, natürlich um neue Eindrücke zu gewinnen, sich neue Dinge anzuschauen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass Trainer für etwas stehen. Und ich stehe natürlich für eine physische, aggressive Verteidigung und auch dafür, dass meine Mannschaften mit einem Element von Disziplin, taktischer, strategischer Intelligenz spielen, den Ball gut bewegen, dass es da vielleicht nicht immer so unterhaltsam hoch und runter geht, wie das gerne der ein oder andere Fan hätte. Das gehört dazu, aber das wird sich sicher in den nächsten 10 oder 15 Jahren nicht ändern. Wenn Sie sagen, Sie sind im Moment in dem Status wieder den Tank aufzuladen, heißt das perspektivisch, man will auch wieder zurück? Gibt es da schon so einen Zeitplan im eigenen Kopf oder ist das alles noch vage? Nein, ich bin ja noch jung. Mit natürlich. Gerade 55, insofern Trainer sein ist für mich immer Lebenselixier gewesen. Das wird auch so bleiben. Aber ich bin natürlich in der komfortablen Situation durch einen Vertrag bis Juni 2014, mir die Dinge in Ruhe ansehen zu können, sehr genau analysieren zu können, was für mich der richtige Schritt ist als Trainer. Und nochmal, da bin ich sehr vorsichtig und lasse mir Zeit und werde das tun am Ende, was für mich das Richtige ist, was Spaß macht, was Potenzial hat. Und im Augenblick gibt es da überhaupt keine Eile. Wären Sie denn schwach geworden, wenn der DBB angerufen hätte? Oder was halten Sie von der Entscheidung Frank Menz, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben, damals als Sie selber ja noch im Amt waren? Ja, ich habe Frank ja damals, weil ich ihn für einen hervorragenden Trainer halte, zum DBB geholt. Ich glaube, dass diese Entscheidung konsequent ist. Man hatte sich ja schon vor einer ganzen Weile vorgenommen, einen Trainer sozusagen mit Stallgeruch, der im eigenen System groß geworden ist, sich entwickelt hat, in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist jetzt passiert und das finde ich eine hervorragende Entscheidung, eine Entscheidung, über die ich mich für Frank und für den Verband sehr gefreut habe. Sie waren immer ein Verfechter auch der Quote, der Quotenregelung, mehr Spielzeit für deutsche Spieler. Wie beurteilen Sie die aktuelle Entwicklung? Gerade auch so junger Jungs, ich meine, Andi Seifert hat zum Beispiel jetzt auch ins All-Star-Team geschafft, von Thorsten Leibniz berufen worden, weil er gerade hier vor uns steht, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, dafür habe ich ja sehr intensiv gekämpft und einigermaßen erfolgreich zusammen mit anderen. Am Ende, glaube ich, muss man einfach sagen, dass die Liga, die Verantwortlichen in der Liga viel Mut bewiesen haben, die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, dass wir von 1 bis 18 eine sehr, sehr starke Liga haben, eine der stärksten 5 in Europa und dass trotz der vielen, gerade jungen Deutschen, die in dieser Liga spielen, der genau richtige Schritt, wichtig für den deutschen Basketball, auch wichtig für die Attraktivität der Liga, wichtig für das System insgesamt, weil nur ein junger Spieler, der weiß, irgendwann kann ich mit dem Profisport auch ein bisschen Geld verdienen, wird das investieren in Training, was er investieren muss, um dann auch irgendwann sein Potenzial auszuschöpfen. Insofern bin ich sehr froh über die Entwicklung, so wie es in den letzten 3 Jahren abgelaufen ist. Sie haben die Ausgeglichenheit der Liga angesprochen. Wird wieder der Weg nur über Bamberg führen? Im letzten Wochenende gab es einen überraschend deutlichen Sieg von Berlin zu Hause gegen die Bamberger. Oder wer ist Ihr Meisterschaftsfavorit Nummer 1? Und schafft es Trier in die Playoffs? Muss ich auch aus unserer Sicht mal fragen. Ja, wenn Trier dieses hohe Leistungsniveau, das sie in den ersten Wochen angeboten haben, dass sie, wenn sie das stabilisieren können, dann wäre das, glaube ich, sensationell gut und überhaupt nicht unrealistisch, wenn sie das schaffen würden. Mit der Meisterschaft, das denke ich, ist offen. Berlin und Bamberg haben eine große zusätzliche Belastung durch 14 weitere Spiele. Da muss man sehen, wie sie damit zurechtkommen, ob sie gesund bleiben, wie es dann mit der Energie hinten raus wird. München hat natürlich eine sehr, sehr stark personell besetzte Mannschaft. Und wenn sie zusammenfinden, dann werden sie sicher auch eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, dass man Oldenburg nicht unterschätzen darf, Ulm mit Sicherheit nicht und möglicherweise auch noch Adlin. Und das, glaube ich, sind dann 6 Mannschaften, die es am Ende unter sich ausmachen werden. Diese Spannung tut der Liga gut.
Und man kann sich sicher auf die Playoffs nur sehr freuen. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Interview. Hat Spaß gemacht. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Und, all the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Peek on the ball, ding dong, ya dong, that is their song. Bid joyful ring, all carol.